So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gothaer Lokalfernsehen. Dr. Mario Vogt steht neben mir, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Es geht um ein Thema, das werden der ein oder andere Betrachter und Beobachter sicherlich jetzt schon denken können. Es geht um die Spiegelberichterstattung und das soll jetzt auch im Interview eine Rolle spielen. Dr. Vogt, der Spiegel berichtet, die CDU-Landtagsfraktion wackelt und damit der Neuwahltermin im September. Was sagen Sie denn als Fraktionschef im Thüringer Landtag? Na, die CDU steht zu dem, was sie zugesagt hat. Das haben wir im letzten Jahr an so vielen Stellen bei Haushaltsberatungen, bei inhaltlichen Anträgen gezeigt. Und das, was wir sagen, tun wir. Und insofern, glaube ich, gibt es da keine Grund zur Sorge. Und das andere ist auch, die Thüringerinnen und Thüringer erwarten Neuwahlen. Sie haben genug von der rot-rot-grünen Landesregierung. Und genau aus diesem Grund, denke ich, muss es um Neuwahlen gehen. Das haben wir zugesagt und dazu stehen wir. Sie wissen aber schon, dass Sie natürlich jetzt mit Ihrem Wort auch in der Pflicht stehen. Was würde denn passieren, wenn es nicht klappt? Na, ich setze darauf, dass wir in einer großen Gemeinsamkeit auch uns an Verabredungen halten. Das gilt für jeden einzelnen meiner Fraktionäre, aber eben auch die, die im Thüringer Landtag für andere Fraktionen gerade stehen. Und für mich ist wichtig, dass die Thüringer wissen, woran sie sind und dass sie sich darauf einstellen, zusammen mit der Bundestagswahl eine Landtagswahl zu haben, wo sie auch eine Richtung entscheiden können. Nämlich, will man im Bund eine grüne Kanzlerin oder will man im Land das rot-rot-grüne Minderheitenexperiment verlängern oder braucht es einen Wechsel? Und hier in Thüringen braucht es einen Wechsel von der linken Regierung. Dafür wollen wir jetzt CDU gerade stehen. Nun ist es aber doch nicht so, dass Rot-Rot-Grün diese Diskussion angeschoben hat. Das sind ja auch Kollegen aus Ihrer Partei gewesen. Und frage ich mal, ärgert Sie sowas oder gehört es zum politischen Geschäft dazu? Wir denken doch nicht alle immer in die gleiche Richtung. Das machen Sie nicht, Herr Schulz, und ich auch nicht. Und insofern ist es okay, wenn manche Leute auch im Nachdenken sind. Dafür führen wir auch Gespräche. Aber wenn im Juli die Entscheidung ansteht, gilt das, was die CDU zusagt. Vielen Dank. Herzlichen Dank.